Nationalität ist Mensch, 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 Mensch ist meine Nationalität. Mensch ist meine Nationalität. Mensch, 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 Mensch. Mensch ist meine Nationalität. Mensch, Mensch, Mensch ist meine Nationalität. Mensch. Sie werden sich noch wundern. Hey, hey, wir haben die Balkanroute geschlossen. Ja, die Balkanroute. Ja, wir haben die Balkanroute geschlossen. Geschlossen. Ja, wir haben die Balkanroute geschlossen. 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 Vielen, vielen Dank, Barbara Ambrosch-Rapp, die ich jetzt gerne im Nachgang noch kurz vorstellen will mit ein paar Details zu ihrem Leben. Sie ist eine Multimedia-Künstlerin aus Velden, wo sie unter anderem den Kunstbahnhof Wörthersee gemeinsam mit anderen betreibt. Und sie setzt sich in ihrer künstlerischen Arbeit, wie wir
halt gesehen haben, immer wieder mit kritisch mit verschiedenen Formen von Diskriminierung auseinander und hat, wie wir auch schon gehört haben, von Anfang an die Aktivistinnen von Kärnten anders bei Demos und Veranstaltungen mit Performances und auch temporären Installationen begleitet. Wir haben schon gehört, dass die Solvent bei vielen Aktionen dabei ist, rund um Babak Soleimani, der vor 7 Jahren als Flüchtling aus dem Iran nach Österreich kam, heute als Flüchtlingshelfer bei der Diakonie arbeitet und eben auch Gründer und Leadsänger der Band ist, die, wie wir gehört haben, schon seit einigen Jahren bei den Demos in Klagenfurt in Kärnten unterwegs ist. Dazu ist auch Präsenzia, der Gitarrist der Solvent, hier in der Mitte, erlebt, ebenfalls seit 7 Jahren in Österreich und in seinem Heimatland, Ursprungsland Iran, studierte er Mathematik und macht jetzt eine Ausbildung im Bereich der Elektrotechnik bei Infineon. Susanne ist auch da, sie stammt aus Syrien und lebt ebenfalls seit 7 Jahren in Österreich. Sie hat in Damaskus studiert, und zwar im Bereich der bildenden Künste. Sie arbeitet jetzt im sozialen Bereich der Diakonie und spielt unter anderem in der Freizeit Gitarre und singt, eben manchmal auch wie heute bei der Solvent. Herzlichen Dank, dass ihr da seid und uns den Einstieg wieder gebt. Wir haben auch unser Band im Jahr 2018 gegründet. Und ja, von Anfang an mit Donnerstagsdemo haben wir schon mitgemacht. Und heute wollte ich ein bisschen so über das Thema Iran und die Situation im Iran sprechen. Vielleicht ist es schon ein bisschen irrelevant, aber das ist meine Aufgabe, ist, dass die alle Leute irgendwie zum Iran aufmerksam machen. Ja, vielleicht fast vor 2 Monaten schon ein Mädchen umgebracht, moralische Polizei, nur weil sie ihr Kopftuch nicht ganz richtig angezogen hat. Und dann nach diesem Tod, die Iraner sind auf die Straße gekommen, die wurden gerichtet und es ist mehr und mehr und mehr geworden. Und seit 2 Jahren sind schon die Iraner auf die Straße. Besonders heute und morgen sind viele Leute auf die Straße und das nennen sie eine Revolution. Wir wollen irgendwie die Mullahs wegwerfen von unserem Land, weil sie so gegen Freiheit sind. Dann haben keine Freiheit derzeit. Ich habe schon in meiner Anreizung auch gesagt, in Maslow-Pyramide, Bedürfnisse-Pyramide, erste Etage ist Essen, Trinken und Wohnen. Die Iraner dürfen nicht essen, was sie wollen, dürfen nicht trinken, was sie wollen, dürfen nicht wohnen mit jemandem, die wollen. Es ist nur erste Bedürfnisse, das sie nicht haben. Und das ist ganz gegen Menschenrechte und gegen Freiheit. Und ja, da wollen wir irgendwie für unser Land mitmachen, für unsere Landleute, die auf der Straße sind. Bis jetzt über 300 Leute in Iran umgebracht, die Polizei, Geheimdienst durch polnische Polizei. Davon sind fast 50 Kinder unter 18 Jahre. Und das ist so eine große Katastrophe. Ich hoffe, dass wir irgendwie unsere Landleute helfen können. Und deswegen haben wir so als erstes ein Lied, der jetzt können wir unser Revolutionslied nennen. Anfangen Baroje heißt von Chevy Sagipul. Und das Lied hat eine so schöne Geschichte. Es war so eine Aktion auf Twitter. Ich habe gesagt, warum sind die Leute auf die Straße? Jeder hat etwas gesagt. Baroje ist bei uns gerade auch vor. Weil es. Und er hat diese Twitter so ein Lied gemacht. Und jetzt singen wir das Lied. Zuerst meine Kollegin Susan singt auf Englisch. Es gibt eine englische Version von Rana Mansour. Auch eine Iranerin, eine Sängerin aus Iran, aber von Amerika. Und dann zweite Teil werde ich auch auf Farsi singen. Women, Life, Freedom. Yes,
than the streets. Only you and the feet of any kind kiss me. From my sisters, my brothers, and you. All the time to try to change their minds and still believe. For the last surprise, for poverty, for the dream, just a normal life for you. All the dreams were starting for a lot of love. All the greed of politics and all the lies they spread for all the mass deluded arrogance, for all the litter in the streets and all the lies and treats, for all the enemies of love, all the gas and all the levels for the politicians, for all the برای زندگی آزاد.